Hier mal durch, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Ich möchte das Wichtigste wissen. Alles klar. Der Flottenadmiral wird mich kurz sprechen wollen. Viel Glück dabei. Sie haben lange gebraucht, Governor. Ich habe mich schon gefragt, ob Sie es überhaupt schaffen würden. Einer meiner Commander und ich sind die einzigen Überlebenden. Das spricht für Sie beide. Sie haben sich als äußerst fähig erwiesen. Vielen Dank auch. Sie sind nicht nur einer unserer taktisch klügsten Gouverneure, sondern auch einer unserer überlebensfähigsten und loyalsten. Wenn nicht der loyalste. Ich finde, Sie haben sich aufgrund Ihrer heroischen Taten eine Auszeit verdient. Dort ist eine Speichereinheit. Nehmen Sie sie sich. Darauf sind die Koordinaten für Ihren Urlaubsort. Wohin sollen mich diese Koordinaten führen? Die Region ist unbekannt. Beste Art, etwas geheim zu halten. Fliegen Sie dort heute noch hin. Sie können... Bei allem höchsten Respekt. Ich bin hier nicht hergekommen, um wieder weggeschickt zu werden. Haben Sie das nicht gemerkt? Unser Imperium, mein Imperium, Ihr Imperium bricht gerade zusammen. Wir brauchen jeden besten Mann, um dem Imperium zu helfen, bevor es gänzlich kollabiert. Nein, Governor. Dem Imperium kann man nicht mehr helfen. Es ist bereits im endgültigen Untergang geweiht. Wie können Sie so etwas nur sagen? Sie sind der Flottenadmiral, unser oberster Anführer. Und darum sorge ich für einen würdigen Nachfolger für das galaktische Imperium. Ich verstehe, und ich soll Teil davon werden. Ja, es darf Ihnen ruhig eine Ehre sein. Sie haben meine Auswahlverfahren bestanden. Das ist mir egal. Ich diene dem Imperium und nicht dem, wie auch immer. Ich rate Ihnen, meine Bitte zu beachten. Und ich bitte Sie, auf meinen Rat zu hören. Lassen Sie das Imperium nicht untergehen. Dann müsste ich den Befehl meines Vorgesetzten verweigern. Sie haben keinen Vorgesetzten, nicht mehr. Aber Sie haben noch einen. Gehen Sie Ihre Sachen packen. Ich möchte, dass Sie noch so schnell wie möglich von hier wegkommen. Irgendwas geschehen in den letzten Tagen? Nichts Besonderes. Du kennst doch Tech Archeron, oder? Natürlich. Was ist mit ihm? Sie scheinen ihn vom Dienst suspendiert zu haben. Er hat sich in den letzten Wochen als Kopfgeldjäger durchgeschlagen. Interessant. Er war Agent in der Republik vorher, wenn ich mich nicht irre. Kann sein, glaube ich. So will es das Schicksal mit den Schwachen. Tech hat als Commander in der Rebellion groß angefangen und sinkt nun immer tiefer. Es gibt auch Neuigkeiten von Lamu. Ein Commander von dort ist desertiert. Es desertieren öfters Leute, aber Commander eher selten. Wer war es denn? Eva Tukin. Er hat vorher noch versucht, unsere Daten zu stehlen. Das ist ihm aber nicht gelungen. Scheinbar will er der Republik unseren Aufenthaltsort mitteilen. Ein Glück, dass es nicht geklappt hat. Das Imperium würde einem Angriff von der Republik nicht standhalten. Aber wo befindet sich dieser Ava gerade? Das wissen wir nicht. Wird er nicht verfolgt? Wir müssen ihn noch einfangen, bevor er der Republik noch wichtige Informationen zukommen lässt. Scheinbar ist das dem Flottenadmiral egal. Unverschämtheit. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Ohne einen Befehl können wir nichts machen. Ich meine nicht uns beide. Wir als Imperium, meine ich. Das Imperium ist so uneins wie noch nie. Ich weiß.
Was machen Sie so spät noch hier? Ich habe nachgedacht. Gallius Wax mag zwar das Imperium im Stich gelassen haben, aber wir werden das ganz sicher nicht. Was meinen Sie damit? Möchtest du mich begleiten, den Deserteur zu suchen? Das wäre Hochverrat. Ganz im Gegenteil. Kommst du mit oder muss ich alleine los? Wir wurden verraten. Von Ava Tukin. Hab schon davon gehört. Nicht von ihm. Von Cole und seinem Commander. Sie haben meinen Befehl missachtet und wollen Ava von seinen Plänen abbringen. Dazu haben Sie ein gutes Recht. Nicht, wenn ich es nicht so sage. Ich habe noch einiges mit Ava vor. Mehr musst du nicht wissen. Aber ich kann ihn nicht nutzen, wenn Cole ihn vorher erwischt. Beschütze Ava. Pass auf, dass er weder stirbt, noch in Gefangenschaft kommt. Natürlich, Admiral. Und töte bitte nicht Cole. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Ich tue mein Bestes. Commander Goins, Sie wollen doch sicher nicht in Ihrer Uniform in die Öffentlichkeit gehen. Sie wissen doch, wie unsere Stellung momentan ist. Natürlich. Ich werde aufpassen müssen. Ich schicke Ihnen den Standort von Ava. Viel Erfolg. Wo sollen wir hin? Unsere Basis auf Jakku ist nur auf wenigen Rechnern gespeichert. Kein Dutzend. Die Auswahl ist klein. Und dieser Deserteur wird dorthin, wo die von der Republik ihn nicht erwarten werden. Und wenn wir ihn dort nicht finden? Wir könnten uns auch durchfragen. Er ist ein Profi. Er lässt sich nicht so einfach blicken. Wenn, dann haben ihn nur wenige gesehen. Ja, ich hab ihn gesehen. Grämiges Gesicht, wüstes Haar. Es gibt eine einzige Basis, die absolut niemand kennt. Dort sind die Daten, die er braucht. Und er wird sicher dort sein. Wo ist diese Basis? Karlsand. Hoffentlich macht man keine Jagd davon. Die Jagd macht sich bezahlt. Gouverneur Cole, wie ist jetzt Ihr Plan? Nenn mich ab jetzt nur noch Cole. Wir sind verdeckt unterwegs. Keiner darf wissen, wer wir in Wahrheit sind, Fraser. Natürlich, Cole. Wie finden wir jetzt Ava? Ich hab ihn schon. In dieser Gasse ist der geheime Eingang in die Untergrundbasis. Da hinten ist Ava und sucht noch danach. Wer ist denn das? Cole, was macht der denn hier? Schauen Sie nicht so auffällig zu ihm, sonst bemerkt das noch jemand. Ich habe Ava ausfindig gemacht. Ich glaube, es gibt noch weitere Verfolger. Schauen Sie zuerst, was passiert. Ich sagte nicht so auffällig. Heilskopf der Tiere. Versuch's gar nicht erst. Ich hab dich. Wo ist Tech? Er geht seinen eigenen Weg. Gut. Und wo ist das Schiff des Deserteurs? Wir müssen ihn weiterverfolgen. Er ist schon weg.
Hättest du nur nicht auf ihn geschossen. Hättet ihr ihn nur nicht aufgeschreckt. Ich würde gerne meine Belohnung für den Deserteur bekommen. Deshalb muss ich ihn fangen. Aber alleine kann ich das nicht. Und wir sollen dir helfen? Wie denn? Wir haben ihn verloren. Wir können ihn nicht mehr weiterverfolgen. Nicht ihn direkt. Aber er wird noch von einer weiteren Person verfolgt, die scheinbar seine genaue Position kennt. Zufälligerweise habe ich an dem Jäger von genau dieser Person einen Peilsender angebracht. Und er ist sicher noch Kopfgeldjäger? Soweit ich weiß, ja. Meinetwegen. Du hilfst uns, den Deserteur aufzuhalten, du kriegst das Kopfgeld und das Imperium kann dir danken. Sind wir im Geschäft?